Reinigende Aura ist praktisch. So, Anders, du wirst jetzt einfach mal unser Heiler werden. So. Ja, Fernwaffe ist auch gut. So. Ja, guter Anders. Ach, den mag ich richtig. So, na dann, schauen wir mal. Okay, hier ist keiner. Ach. Entschuldigung, dass ich gesagt habe, dass da keiner ist. Wir warten ein bisschen später. Dank. Neue Quest. Die Überlebenden von Vigils Wacht. Alles klar. Nett. Können wir die vielleicht abschießen? Ja. Na gut. Genug geschossen. Das machen wir richtig. Nein, hört denn hier ab. Lass dich bitte ändern, Bruder. Ja, explodier vom Moment. Ja, genau. Ein Gesamtor, den können wir nehmen. Ach, ist das herrlich. Ja, die dunkle Brut ist ein bisschen stärker geworden als damals. So. Okay, ich denke mal, da können wir nicht lang. Aha. Hier sind wir jetzt also. Naja, hier ist zumindest ein Hebel, also ziehen wir auch mal dran. Jetzt habt ihr aber Angst! Bleibt da, wo ihr seid! Ah! Oh. Um uns zu töten, braucht es mehr als das, ihr Bestien! Kommt ruhig wieder, wenn ihr euch traut! Was ist das für ein Typ gewesen? Der war ja gut drauf. Treffen auf dunkle Brut! Vorsicht vor ihrem Blut! Klar. Ja, die können einfach so rein. Okay. Ja, ich friere ich ein, du Hammer. Verstanden. Ja, schön, wenn du es liebst, Ender. Aber was soll's, jetzt können wir nicht da rein. Oh, überall Gehängte. Bringt euch in Sicherheit! Schnell! Erbauer sei Dank! Ja. Ja, Anders ist zwar ein Abtrünniger, aber er hat eigentlich ein gutes Herz. Und da sind schon wieder Gegner. Und mein Hundchen haut schon, wieder in den. Oh, es explodiert dort, wo viele sind. Ja! Ich würde mal besser weiter da lang gehen. Sehen wir nicht, sehen wir die Kugel einschlagen. Hier sind hier vielleicht noch welche. Okay, hier ist kein Schwein. Aber ein netter Streitkolben ist hier. Auch nicht schlecht. Gut, fangen wir an. Was ist hier so? Ein Überlebender.
Den müssen wir retten. Kommt nur her hier. Ja, ich bin jetzt natürlich in dem. Oh, na warte. Doppelt hält besser, du blöder Kram. Genau. Hau ab, Junge. Wir übernehmen hier. Du wirst angegriffen. Keine Sorge. Wir sind die großen Helden hier. Das trifft sich wohl nicht, oder? Das ist ja. Na gut, gehen wir jetzt hier lang. Und ein Bücherstapel. Wo Rezeptur der Seelenfresserbeschichte und private Dokumente sind. Na super. Eine Zwischensequenz. Ach, kennen wir den nicht? Ja, Hallöchen. Ja, Tatsache. Oh, Grün, der alte Stinkstiefel. Was macht der denn hier? Hey, Okren. Aha, da seid ihr. Als die dunkle Brut aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht, wartet nur ab, bis der neue Kommandant hier auftaucht. Dann kriegt ihr alle einen gewaltigen Tritt in den Arsch. Ich bin einfach den Schreien gefolgt. Und da seid ihr schon. Sehr schön. Okren, was macht ihr denn hier? Da traut ihr euren Augen nicht, was? Nach dem 5. oder 6. Krug geht es mir auch immer so. Dachte, es sei eine gute Idee, es mal als ehrenhafter grauer Wächter zu versuchen, also bin ich hier. Er war hier, als ich aufgebrochen bin. Ich kann nicht glauben, dass die Wächter ihn nicht rausgeworfen haben. Hey, wenn das nicht diese knackige Rekrutin ist. Oh ja, er ist eindeutig eine Zierde für die Wächter. Ich weiß, es ist zu gut, um wahr zu sein. Wer ist denn der Magier? Euer Freund? Soll ich euch zwei vielleicht allein lassen? Beeindruckend, ein Zwerg, der wie eine ganze Brauerei riecht. So etwas bekommt man nirgendwo sonst zu sehen. Oh, ein Magier und Komödiant. Diese Kombination wird normalerweise nur selten besonders alt. Ach, es ist schön, euch wiederzusehen, Orkren. Irgendwie bezweifle ich das. Das geht mir ähnlich. Ja, dann sorgen wir mal dafür, dass die Ärsche der dunklen Brut Bekanntschaft mit meinem Stiefel machen. Was habt ihr denn gegen Ogren, Leute? Also wirklich. Er ist auch ein ganz lustiges Haus. Okay, mal schauen. Er ist ein Berserker. Na gut, machen wir ihn auch noch zum Geistkrieger. Ist doch auch keine schlechte Kombi. Ja, gut, eigentlich ist es eine total schlechte Kombi, aber na gut. Es kann ja nicht so schlimm werden. Jenseits des Schleiers. Der Krieger hüllt sich in mystische Energien des Nichts, die ihn vor einem Großteil der physischen Angriffe schützen, ihn allerdings auch beständig Ausdauer kosten. Verfügt der Krieger über das Talent Seelenzeichen, hat er außerdem eine mittelgroße Chance, gegnerischen Zaubern zu widerstehen. Ja, das kann man nehmen. Das ist schön.
irgendwo habe ich wohl was übersehen. Ah, natürlich hier. Na gut. Ach, Ogrin, du hast nicht gerade viel, was man einsetzen kann. So. Na dann, Ogrin, du bist jetzt ein mieser Schläger und aggressiv bist du auch noch, super. So gefällst du mir. Ja, wir haben ja noch keinen Schurken, also wird das mit dem Schlossknack noch nicht. Gut, fangen wir an. Oi. Mairi? Roland! Kommandant, Roland wurde wie ich aus den Rittern Denerims rekrutiert. Wir müssen ihm helfen. Es scheint zu spät für heilende Magie zu sein. Was haltet ihr von einem Schnaps gegen die Schmerzen? Ich mag eure Denkweise. Hört mit euren Witzen auf. Das ist nicht lustig. Stimmt irgendwie. Der Kommandant? Ich bin hier, Roland. Es tut mir leid, dass ich zu spät komme. Es gab so gut wie keine Vorwarnung für den Angriff, Kommandant. Der Truchsess hat einen Gegenangriff befohlen. Aber sie kam einfach aus dem Nichts. Unter der dunklen Brut ist eine Kreatur, die sprechen kann. Sie verfügt über mächtige Magie. Sprechende dunkle Brut? Der Junge fantasiert. Irgendetwas ist in meinem Blut. Es tut so weh. Haltet durch, Roland. Es war eine Ehre, euch zu begegnen, Kommandant. Ich wünschte nur, ich hätte an eurer Seite kämpfen können. Ich werde euch rächen, Roland. Ich schwöre es. Okay. Wir müssen weiter. Okay. Wo seid ihr, Witzbolde? Ach, da kommt schon einer. Ja, komm gleich hinterher, Junge. Mach dich fertig. Ach, jetzt kommt plötzlich alle Arten. Aua! Die Frieden, ihr Viecher! Eine weitere Kerbe für meinen Gürtel! Klopf, klopf! Wer ist hier denn schon alles drin hier? Lolololololo. So. Den schafft er hoffentlich auch noch. Okay, den schafft der Chef nicht. Das ist mein Werk. Super. Okay, hier irgendwo muss dann also der große Feind sein. Ach, da ist er dann. Es ist so gekommen, wie er es vorausgesagt hatte. Oh. Nimm diesen hier mit und behandle ihn gut. Wir wünschen nicht mehr Tod, als notwendig ist. Notwendig? Als hätte eure Art jemals etwas anderes getan. Ihr denkt also, ihr kennt unsere Art, Mensch? Ja, das ist verständlich. Aber es wird sich schon bald ändern. Andere werden kommen, Bestie. Sie werden euch aufhalten. Da ist er. Ihr habt offenbar recht.
mehr als ihr ahnt. Das Ding spricht? Na, dann bringen wir es wieder zum Schweigen. Kommandant. Nehmt den grauen Wächter gefangen. Die anderen könnt ihr töten. Wie bitte? Na gut, der will nicht antworten. Na gut. Dann lasse ich mal einen schönen Schneesturm los. Nur für euch. Der Verzerrte. Der klingt schmerzhaft. Der Verzerrte zu werden. Na ja, und im Moment wird er wohl eher herausfinden, wie es sich anfühlt, verkloppt zu werden. Die Schwäche ausprobieren. Komm schon. Ihr trefft mich. Jetzt erfahre ich sie. Oh, der Verzerrt ist wieder wach. Ich kühl dich mal etwas ab. Ich schulde euch mein Leben, Kommandant. Soldaten auf der Straße. Wir bekommen offenbar weitere Gesellschaft. Ich hoffe nur, sie sind freundlicher als unsere letzten Gäste. Na, hoffe ich auch mal. Alistair, altes Haus. Auch noch mit neuer Rüstung, wie es aussieht. Scheint, als käme ich etwas zu spät. Ein Jammer. Ich vermisse diese ganze Sache mit der Jagd auf die dunkle Brut. König Alistair. Ich hatte eigentlich vor, die Wächter offiziell willkommen zu heißen. Das hier hatte ich allerdings nicht erwartet. Wie ist die Lage? Die verbliebene dunkle Brut ist geflohen, Euer Majestät. Die grauen Wächter aus Orlais sind entweder tot oder werden vermisst. Vermisst? Wollt ihr damit sagen, sie wurden von der dunklen Brut verschleppt? Ist das überhaupt ihre Art? Ich weiß es nicht, Euer Majestät. Ich weiß nur, dass wir nicht alle Wächter ausfindig machen konnten. Ich verstehe. Aber zumindest ist der Held von Ferelden noch hier und am Leben. Immerhin ein Lichtblick, nicht wahr? Es geht mir gut, Alistair, aber das hier verkompliziert die Dinge. Das ist leicht untertrieben, meint ihr nicht? Vor euch liegt eine gewaltige Aufgabe. Ich würde euch im Kampf gegen die dunkle Brut wirklich gerne unterstützen. Aber für den Moment seid ihr auf euch gestellt. Ach, und was bin ich? Gehackte Nackleber? Dem Geruch nach zu urteilen, wäre das durchaus möglich. Ich kam hierher, um mich den grauen Wächtern anzuschließen, und es sieht aus, als könntet ihr meine Hilfe gut gebrauchen. Also, wo ist dieser riesige Krug? Ich nehme einen Schluck. Wow, also so als Geistkrieger sieht er richtig geisterhaft aus, das muss ich ja schon sagen. Sieht toll aus. Ihr dürft aber nichts wieder ausspucken. Das sage ich doch sonst immer. Ich nehme an, in diesen schweren Zeiten ist uns jeder willkommen. Ihr tretet also den Wächtern bei? Na dann, viel Glück. König Alistair, Vorsicht, Euer Majestät. Dieser Mann ist ein gefährlicher Krimineller. Nun, der Zwerg mag vielleicht ein wenig hitzköpfig sein, aber so weit... Sie meint mich. Er ist ein Abtrünniger, den wir gerade zum Zirkel zurückbringen wollten. Dort erwartet ihn seine gerechte Strafe. Ach bitte, was versteht ihr und euresgleichen schon von Gerechtigkeit? Außerdem werde ich ohnehin entkommen. Niemals. Für das, was ihr hier getan habt, werdet ihr hängen, Mörder. Mörder? Aber diese Templer waren... Ach, was soll's. Ihr würdet mir ja sowieso nicht glauben. Es scheint, als sei hier alles gesagt. Außer, ihr hättet noch etwas hinzuzufügen, Kommandant? Na, ich garantiert. Das habe ich. Ich rekrutiere diesen Mann für die grauen Wächter. Was? Niemals!
Wenn ich mich nicht irre, können sich die Grauen Wächter noch immer auf ihr Konskriptionsrecht berufen, nicht wahr? Ich gestatte es. Wenn Eure Majestät es so wünscht. Ha, gut gemacht, Kleiner. Willkommen an Bord. Ich? Ein grauer Wächter? Nun, warum eigentlich nicht? Mein Glückwunsch, Sir Magier. Ich freue mich darauf, an eurer Seite zu kämpfen. Nun denn, wenn ihr hier alles unter Kontrolle habt, muss ich mich nun leider verabschieden. Ja, ich denke, das Anwesen wurde gesichert. Wir haben große Verluste erlitten, aber die dunkle Brut ist fort. Und es gibt Überlebende. Oh, verzeiht meine Manieren. Ich bin Varel, Truchsess von Vigils Wacht. Und ich bin euch dankbar, dass ihr uns noch rechtzeitig zu Hilfe gekommen seid, Kommandant. Ich werde euch dabei helfen, über die Ländereien Amaranthines zu herrschen. Dieses Artwork gehört nicht mir, sondern den Wächtern. Und als Kommandant der Grauen Wächter geltet ihr gleichzeitig auch als unser Arm. Wir sollten uns möglichst bald unterhalten. Es gibt vieles zu besprechen, unter anderem auch den Beitritt. Ihr werdet eure Reihen aufstocken müssen. Obwohl der Orden derartig geschwächt ist, liegt die Sicherheit Fereldens nun in den Händen der Grauen Wächter. Es ist an euch, die letzten Spuren der Verderbnis zu beseitigen, bevor die Situation außer Kontrolle gerät. Es ist keine leichte Aufgabe, aber ich bin überzeugt, dass ihr gewachsen seid. Viel Glück, Kommandant. Möge der Erbauer über euch wachen. Ah, schön, dich mal wiederzusehen, Alistair. Ach, das waren schöne Zeiten damals. Bevor wir irgendetwas anderes tun, Kommandant, müssen wir uns einer dringenden Angelegenheit widmen. Im Augenblick weiß ich nur von einem lebenden Wächter, der für ganz Ferelden verantwortlich ist. Dieser Zustand sollte sich dringend ändern. Die anderen könnten euch eine große Hilfe sein. Na, dann lasst uns doch mit dem Beitritt beginnen. Wie ihr wünscht, Kommandant. Es ist nun Zeit, mit dem Beitritt zu beginnen. Ich werde die Worte sprechen, die seit dem allerersten Ritual gesagt wurden. Tretet uns bei, Brüder und Schwestern. Kommt zu uns in den Schatten, wo wir wachsam warten. Tretet uns bei und tragt mit uns die Bürde, die getragen werden muss. Und solltet ihr fallen, so wisset, dass euer Opfer nicht vergessen wird und dass wir eines Tages zu euch kommen werden. Von diesem Moment an seid ihr, Orgrin, ein grauer Wächter. Was soll das denn sein, dieser Fingerhut? Wollt ihr damit etwa auf meine Größe anspielen, hä? Das ist der Kelch, den wir immer verwenden. Tatsächlich? Das sei brav und trink. Nicht übel. Der Erbauer stehe uns bei. Tja. Von diesem Moment an seid ihr, anders, ein grauer Wächter. Wir müssen also das Blut der dunklen Brut trinken? Das ist alles? Das ist alles, ja. Nun gut. Aber wenn ich in 2 Wochen auf einem Schiff nach Rivain wieder aufwache, nur mit Unterwäsche bekleidet und einer Tätowierung auf der Stirn, dann mache ich euch dafür verantwortlich. Verlockend da war. Wir werden dich schon hier behalten. Er lebt, Kommandant, und wird in Kürze erwachen. Jetzt zu guter Letzt, Mairi. Seid ihr, Mairi, ein grauer Wächter? Ich habe diesen Augenblick herbeigesehnt. Interessant, wie die trinken können, ohne dass sie einen Kelch haben. Oh. Vergib mir, Mairi. Möge nun der Erbauer über euch wachen. Arme Mairi. Öffnet die Türen! Der Kommandant muss den Zugang zu den tiefen Wegen kennen. Da ist vielleicht ihre Basis. Die Wächter sollen also einem Gerücht nachjagen? Auch wenn es wahr ist, solange der Pilgerpfad nicht wieder frei ist, wenn ihr eure Armee versammelt habt,
werden sie abgesehen von ihren Schuhsohlen nichts zu essen haben. Garibal, Woolsey, der Kommandant hat einen anstrengenden Tag hinter sich. Woolsey sagt, einige Händler seien der dunklen Brut entkommen. Bei ihnen könnt ihr eure Vorräte zu vernünftigen Preisen wieder aufstocken. Super. Außerdem steht die Wacht zu eurer Verfügung. Nehmt euch die Waffen und Rüstungen, die ihr benötigt. Wir werden euch erwarten, wenn ihr soweit seid. Wow, ist ja interessant. Und ich habe schon wieder einen Levelaufstieg. Super. Und ich kann mir eine neue Spezialisierung suchen. Na gut, dann nehme ich den Hüter. Ich denke mal, das passt am besten zu einem Elf. Ja, ein bisschen Konstitution kann auch nicht schaden. So, und als Hüter bin ich eins mit der Natur. Ach, herrlich. So. Ah, na gut. Ich mache erstmal Pause, also bis zum nächsten Mal. Tschüssi!